In der Politik wird oft mit dem Teufel paktiert. Eine Hand wäscht die andere. Auch Märchenkönige lassen sich kaufen, wenn der Preis stimmt. Heiligt der Zweck die Mittel? Was darf man und was geht zu weit? Lug und Trug in der Geschichte. Hier kommen drei dreckige Deals. Unser erster Fall, die Iran-Contra-Affäre. Ein wahrer Politthriller aus Washington. In der Hauptrolle Ronald Reagan als Präsident, der sich an nichts erinnert. I don't recall. Als Schuft der CIA-Chef William Casey. In den Nebenrollen Iraner, Israelis, Nicaraguaner sowie der brave Soldat Oliver North, der die Wahrheit sagen will, die gute, die schlechte und die hässliche. The bad and the ugly. 1984, Krisensitzung im Weißen Haus. Im Libanon haben Terroristen 7 US-Bürger entführt. US-Präsident Reagan zeigt sich standhaft. Mit Terroristen gebe es keine Deals, verkündet er im Fernsehen. Hinter den Kulissen ist er flexibler. Kein Amerikaner werde im Stich gelassen, sagt er hier. Ein Dilemma. CIA-Chef Casey hat den richtigen Mann für das Problem. Sein Name? Oberst Oliver North. Der Vietnam-Veteran hat eine Idee. Er spricht nicht mit den Geiselnehmern, aber mit dem Iran, der beste Kontakte zu ihnen hat. Die Iraner hassen die Amerikaner, aber sie hätten gerne amerikanische Waffen für den Krieg gegen den Irak und seinen Diktator, Saddam Hussein. Im Tausch für Waffen wollen sich die Iraner für die US-Geiseln im Libanon einsetzen. Diskret natürlich. Ronald Reagan hat erklärt, er macht keine Deals mit Terroristen, mit Terrorregimes. Und gleichzeitig wurden mit seinem Wissen ja offensichtlich da Waffen an den Iran geliefert. Und das passte einfach überhaupt nicht zu seinen Ankündigungen und nicht zu seinem öffentlichen Image. Er sei der harte Kämpfer gegen Terroristen. Der Deal wird bestmöglich verschleiert. Nicht die USA, sondern Israel liefert die Raketen an den Iran. CIA-Direktor Casey verspricht den Israelis Ersatz aus geheimen Waffenlagern. So kommt es zum ersten Ringtausch. Die CIA liefert neue Raketen an Israel. Israel liefert alte Raketen an den Iran. Die Iraner schießen damit auf den Irak, der von den USA ebenfalls Waffen erhält. Ein Irrwitz. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Israel hat den Iran mit Waffen unterstützt, weil sie natürlich wollten, dass der Iran sie gegen den Irak unterstützt. Der Irak wurde aber auch gleichzeitig von den USA mit Waffen unterstützt. Das heißt, die ganze Region wurde lustig aufgerüstet und in all diesen Deals hatten die USA ihre Finger mit drin. Der Plan geht auf. Auf Bitten der Iraner lassen die Geiselnehmer im Libanon eine US-Geisel laufen. Bleiben noch 6. Im Weißen Haus ist man hochzufrieden mit North. Der soll jetzt noch ein anderes Dilemma des Präsidenten lösen. In Nicaragua will Reagan die linke Regierung stürzen. Er unterstützt rechtsgerichtete Rebellen, die sogenannten Contras. Genau das hat der US-Kongress allerdings verboten. North weiß wieder Rat. Beim nächsten Waffengeisel-Deal mit dem Iran lässt er Teheran teuer für die Waffen bezahlen. Von den iranischen Millionen fließt ein Teil auf ein Schweizer Bankkonto und von dort an die Contras in Nicaragua. Und das bedeutete zum einen, dass die Regierung etwas tat, was der Kongress der USA der Regierung 1982 bis 1984 untersagt hatte. Und zugleich mischte sich die amerikanische Regierung damit aktiv in die inneren Verhältnisse in Nicaragua ein. Ein perfektes System. Ein schmutziger Deal finanziert den nächsten. Noch hat North Erfolg damit. Same line still goes. Im Libanon kommt eine zweite Geisel frei. Lawrence Jenko,
Ein katholischer Missionar kehrt in die Heimat zurück. Und über 1 Million Dollar fließen in die Taschen der Contras. Die bei ihrem Kampf gegen die linke Regierung in Nicaragua auf Terror setzen. Die hatten ja überhaupt keine Probleme, diese Mörder und Schlechter bei den Contras zu unterstützen und alles auch noch zu legitimieren, auch noch im Nachhinein mit der Angst vor dem Kommunismus. Das ist schon mehr als abgebrüht. 1986 wird der dreckige Deal publik. Der Kongress in Washington ist empört. Die Regierung hat Gesetze gebrochen. Präsident Reagan muss um sein Amt kämpfen. Er gibt vor, nichts gewusst zu haben und entlässt Oliver North. Gegen North und 5 weitere Reagan-Vertraute wird Anklage erhoben. Doch am Ende begnadigt Reagans Nachfolger George Bush sie alle. Bis auf einen, William Casey, den CIA-Direktor. Er ist bereits tot und damit der perfekte Sündenbock. Oliver North schafft das Comeback. Der rechte Flügel der Republikaner feiert den Haudegen. Er wird Politiker, Bestsellerautor, Fernsehmoderator und preist Amerikas wahre Helden. Brave Soldaten wie er, Mission erfüllt. Unser nächster Fall zeigt, wie die deutsche Einheit erkauft wurde. Der Kaiserbrief. Es beginnt 1870, im Krieg um die deutsche Einheit. Ihr größter Gegner Frankreich wird bei Sedan entscheidend geschlagen. Der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck sieht seine Stunde gekommen. Er will die Deutschen unter seiner Führung einen. Dafür soll der König von Preußen deutscher Kaiser werden. Und die Frage ist, wie legitimiert man das? Und wer stiftet diese Kaiserwürde? So war Bismarcks Idee, dass der König von Bayern, Nummer 2, unter den deutschen Fürsten, einen Brief schreiben solle, in dem er den König von Preußen, Wilhelm I., bittet, die deutsche Kaiserwürde anzunehmen. Wenn es so einfach wäre. In Bayern sind Regierung und Volk mehrheitlich für die Einheit, der König nicht. Ludwig II. Will keinen Kaiser über sich haben. Die deutsche Einheit bereitet ihm nur Zahnschmerzen. Wir werden wieder ziehen müssen. Es ist ein Wunder, dass noch Zähne für Sie übrig sind, mein lieber Dr. Schleiß. Ich dachte, Bismarck hätte mir schon alle gezogen. Ludwig II. Schwankte im Herbst 1870 hin und her, ob er sich auf diese Reichseinigung einlassen, ob er diesen Kaiserbrief schreiben solle oder nicht. Und dann kam die Idee, Geld ins Spiel zu bringen, und das bringt manches zum Laufen. Denn der König hat Visionen. Eine Seilbahn, ein Wintergarten und ein Märchenschloss gehören dazu. Dafür braucht Ludwig Geld, viel Geld. Im November 1870 geht ein Telegramm an Bismarck. Ganz geheim, der König von Bayern ist durch Bauten in große Geldverlegenheit geraten. 6 Millionen Gulden würden ihm sehr angenehm sein, vorausgesetzt, dass die Minister es nicht erfahren. Dafür würde er den preußischen König als Kaiser vorschlagen. Ein schmutziger Deal? Wir reden ja jetzt hier nicht von Bankräubern, die eine Bank ausrauben und dann genau wissen, was sie tun, sondern im politischen Geschäft ist offenbar sehr viel möglich, auch sich selbst zu betrügen. Und da Ludwig II. Ja die deutsche Einheit so gar nicht gerne mochte, hat er natürlich gedacht, aber meine Bautätigkeit, meine Architektur, meine Ideen zu verwirklichen sind so wichtig, dann ist es doch gar nicht so schlimm, wenn ich mich dafür bezahlen lasse. Bismarck hat damit kein Problem. Der Einfachheit halber formuliert er den Kaiservorschlag selbst. Ludwig II. Muss nur abschreiben und signieren. Postwendend erhält Bismarck den Kaiserbrief zurück.
Alles läuft wie geschmiert. Im Versailler Schloss wird der preußische König wenig später zum deutschen Kaiser ausgerufen. Und Bismarck weiß, wem er was schuldig ist. Konkrete finanzielle Abmachungen sind erst nach der Reichsgründung und nach dem Kaiserbrief getroffen worden. Für Bismarck bedeutete er das, er hatte Ruhe an der bayerischen Front. Für Ludwig II. Bedeutete das, dass er den unvermeidlichen Verlust der Souveränität für Bayern sich auch persönlich versilbern ließ. Ohne diese Zahlungen wäre es für Ludwig deutlich schwerer geworden, seine Schlösser zu bauen. Der König ist nicht mehr zu bremsen. Stein auf Stein verwirklicht er seine Träume. Die Kosten laufen davon, doch er muss sie nicht alleine zahlen. Insgesamt 6 Millionen Mark überweist ihm Bismarck als Dank für den Kaiserbrief. Schwarz natürlich. Wenn man es mit aller Vorsicht in heutige Währung umrechnet, dann kommt man zu Beträgen über die gesamte Zeit bis 1886 gestreckt, dass an Ludwig etwa 37 Millionen Euro geflossen sind. Rund ein Sechstel von Ludwigs Märchenschlössern gehen auf Bismarck. Selten hat Schmiergeld so Schönes hervorgebracht. Doch Ludwigs Träume zerschellen an der Wirklichkeit. 1886 wird er von der eigenen Regierung entmündigt. Er stirbt unter mysteriösen Umständen im Starnberger See. Sein Deal mit Bismarck wird erst Jahrzehnte nach seinem Tod bekannt. Unser letzter dreckiger Deal spielt in der Zeit, als es zwei konkurrierende Deutschlands gab. Es geht um den Häftlingsfreikauf. Zuchthaus Hohenegg, DDR. Für viele Insassen führt der Weg in die Freiheit nur über einen geheimen Deal zwischen Ost und West. Rückblick. 1961 riegelt die DDR die Grenze zur Bundesrepublik ab. Die sozialistische Regierung lässt Proteste gegen die Mauer im Keim ersticken. Fluchtversuche und Fluchthilfe sind mit drastischen Strafen belegt. Die Gefängnisse sind voll. 12.000 politische Häftlinge sitzen ein. Für den Westen offenes Unrecht. Trotzdem geschieht nichts. Die Maßgabe der bundesdeutschen Politik in den 50er und 60er Jahren war, die DDR nicht anzuerkennen und mit der DDR nicht einmal zu reden. Insofern ergab sich auch gar keine Möglichkeit, über diese Frage der Häftlinge zwischen Bonn und Ostberlin direkt zu sprechen. Nur ein paar Privatleute und Kirchenvertreter aus dem Westen arbeiten hinter den Kulissen an einem Deal. Freiheit gegen Westgeld. Ihre Sondierungen führen zu einem Mann. Wolfgang Vogel, Rechtsanwalt aus Ost-Berlin und geheimer Informant der DDR-Staatssicherheit. Er sagt eine Prüfung der Fälle zu. In der Stasi-Zentrale findet man Gefallen an dem Tauschgeschäft. Denn wenn es auch sonst an vielem mangelt, politische Häftlinge hat die DDR immer genug. Für die DDR hatte dieser Verkauf von Häftlingen zwei Vorteile. Auf der einen Seite konnte sie unliebsame Oppositionelle loswerden, vor allen Dingen aber konnte sie Waren und Devisen einnehmen. In Bonn, damals Hauptstadt der Bundesrepublik, ist man dagegen vorsichtig. Die Bundesregierung hält das Angebot aus Ost-Berlin für eine Falle. Zudem hat sie moralische Bedenken gegen eine mögliche Zusammenarbeit. Auf der einen Seite ließ man sich von westdeutscher Seite auf einen Menschenhandel ein und machte sich erpressbar durch die DDR. Und zugleich stabilisierte man von westdeutscher Seite die DDR durch Zahlung von Waren oder Devisen, was ja eigentlich das war, was man von westlicher Seite nicht wollte. Erst Rainer Barzel wischt alle Bedenken vom Tisch. Ende 62 wird er Bonner Minister für gesamtdeutsche Fragen. Ludwig Rehlinger ist damals sein Referent.
Barzel hat mit Adenauer gesprochen und mit dem Finanzminister, das ist Herr Louis, Herrn Dahlgrün damals. Und Adenauer habe ich ihm gesagt, machen Sie das, Mann, aber natürlich auf Ihre eigene Verantwortung. Es überwog im Grunde nachher der Gedanke, wenn das die einzige Möglichkeit ist, in unserem Sinne unschuldigen Menschen zu helfen, dann muss man also auch diese unorthodoxen Wege gehen. Im Herbst 63 kommt der erste von hunderten Transporten über die Grenze. Wolfgang Vogel verhandelt die Deals diskret mit einem Anwalt aus dem Westen. Ein faires Geschäft? Tatsächlich zieht die DDR den Westen über den Tisch. Sie diktiert die Preise und trickst auch auf andere Weise. Denn längst nicht alle Freigekauften kommen automatisch in die Bundesrepublik. Viele DDR-Bürger werden zwar früher aus der Haft entlassen, bleiben aber im Osten, oft ohne zu wissen, dass sie freigekauft wurden. Es gibt Notizen aus dem Büro des damals in der Staatssicherheit dafür zuständigen Offiziers, wo ganz explizit drinsteht, dass man dem Westen Häftlinge verkauft hätte, die schon entlassen worden waren. Dass man sogar erfundene Personen ihm habe unterschieben können. Mehrere Millionen streicht die DDR ohne Gegenleistung ein. Der Westen schickt erst Bargeld nach Osten, dann Waren. Die Bundesregierung hofft, dass die Lieferungen direkt den Menschen in der DDR zugutekommen. Tatsächlich wird das meiste von der Stasi auf dem Weltmarkt versilbert. Der Erlös fließt auf ein Sonderkonto von SED-Generalsekretär Honecker. Die Finanzspritzen aus dem Westen sind für die DDR inzwischen überlebenswichtig. Hat man deshalb Häftlinge für den Verkauf geradezu produziert? Es gibt Hinweise in MFS-Akten, vor allen Dingen eine Rede von dem zuständigen Stasi-Offizier, der sinngemäß sagt, es geht um Devisen für unsere Republik, die wir schnell und in möglichst großer Höhe benötigen. Und zu diesem Zweck sollen eigene Vorschläge gemacht werden für Häftlinge, die eben entweder zu verhaften oder dann zu verkaufen wären. Anfang 83 wird Barbara Große verhaftet. Weil ihre Ausreiseanträge immer wieder abgelehnt wurden, hat sie bundesdeutsche Behörden kontaktiert. Das reicht für 30 Monate wegen Agententätigkeit. Vom Freikauf weiß sie nichts, bis ihr Anwalt bei einem Besuch Andeutungen macht. Wir wurden ja auch abgehört, die Zelle, wo er mit mir sprach. Der hat mir das dann teilweise auf einen Zettel geschrieben. Da habe ich das erst mal richtig gerafft, dass ich die Chance habe, nach der Hälfte der Zeit freigekauft zu werden. Tatsächlich geht sie nach 14 Monaten auf Transport. Noch im Bus nach Westen glaubt sie an eine Finte der Stasi. Erst nach der Grenze fällt die Anspannung ab. Dort stiegen wir aus und dort habe ich gedacht, ich bin frei. Dort habe ich es wirklich geglaubt. Fast 34.000 Freigekaufte kommen in den Westen. Über 3 Milliarden D-Mark fließen in die DDR. Was meint ihr? War der Häftlingsfreikauf ein dreckiger Deal oder war er moralisch gerechtfertigt? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr euch für Geschichte interessiert, dann abonniert diesen Kanal.